Ich bin's wieder, Kathi. Und bevor ich mit diesem Video anfange, wollte ich euch fragen, ob ihr meinen Instagram-Account schon kennt. Falls nicht, würde ich mich super freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Ich heiße dort Kadinska_. Und jetzt fange ich auch mit dem eigentlichen Video an. Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben. Es geht um einen Wish-Haul. Und zwar habe ich mir endlich mal Gewand auf Wish bestellt, beziehungsweise Kleider. Und ich bin mega gespannt, weil ich habe schon so viele Videos davon gesehen, eben wo sich Leute über Wish Kleider bestellt haben und die sahen dann überhaupt nicht so aus, wie sie eben dort präsentiert worden sind. Ich hoffe, ich habe Glück und meine Kleider schauen so aus, wie ich sie bestellt habe. Aber als die Pakete angekommen sind, hatte ich schon ein bisschen Bedenken, denn ich habe eigentlich so richtig pompöse Kleider bestellt und es sind einfach mal so flache Packungen gewesen. Deswegen glaube ich, ich habe auch ein bisschen Pech. Und wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und dann zeige ich euch mal das erste Kleid, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist es dieses hier. Steht dann auch dabei. Ich blende euch einfach ein Bild ein, wie viel das gekostet hat. Ich habe es mir in Weiß bestellt. Und ja, das ist das nette Paketchen. Das ist jetzt auch nicht so ein pompöses Kleid. Da sieht man, dass es eigentlich nur gerade hinunterhängt und dass das jetzt eben nicht so viel Stoff ist und so. Da könnte ich mir eher noch vorstellen, dass es so aussieht, wie ich es bestellt habe. Ich packe es jetzt einfach mal aus. Da, hier ist das gute Stück. Vom Stoff bin ich ein bisschen enttäuscht, denn es ist einfach 100% Polyester, nehme ich an. Ich schaue mal, ob da so ein Zettel dabei ist, wie in den anderen Kleidern, wenn man da sowas kauft bei H&M oder keine Ahnung was. Oder gibt es bei Wish keine Zettel? Bei Wish gibt es keine Zettel. Warum denn nicht? Weil normalerweise ist ja da so auf das, in der Seitennaht so ein kleiner Zettel dabei, wo steht, mit wie viel Grad man das waschen kann und was das für ein Stoff ist. Aber da ist jetzt mal gar nichts dabei. Also, aber ich nehme an, dass es 100% Polyester ist, weil der Stoff fühlt sich extrem eklig an. Aber ich muss sagen, achso, hoppala, jetzt ist es verkehrt. Drehen wir es mal wieder um. Hier oben die Träger. Sieht so aus wie auf dem Foto, finde ich. Auch das Rückenteil hier ist eigentlich so wie auf dem Foto. Und die Länge eigentlich auch. Das Einzige, was mich nur bei diesem Kleid hier stört, ist eben der Stoff, dass es Polyester ist. Aber sonst, ich finde es eigentlich ganz lieb. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 5, wie viele Punkten ihr diesem Kleid hier geben würdet. Mich erinnert es ein bisschen an so ein Nachthemd, so ein Nachtkleid, was man zum Schlafen anzieht irgendwie. Aber ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, weil es sieht ja aus wie auf dem Foto. Ist nett, dieses Kleidchen hier, finde ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in was für einer Größe ich mir das bestellt habe. Aber ja, vielleicht ist es ein bisschen groß, ich weiß es gerade nicht. Aber sonst, wie gesagt, ich bin mit diesem Kleid hier zufrieden, auch wie es verarbeitet worden ist. Finde ich, geht es eigentlich. Wobei ja hier unten steht halt ein bisschen noch was ab von der Versäuberungsnaht. Und auch innen in den Seitennähten sieht man halt ein bisschen, wie das versäubert worden ist mit der Nähmaschine. Aber das stört mich jetzt gar nicht so sehr. Mal schauen, ob ich das im Sommer anziehen werde. Ich gebe diesem Kleid, wenn wir sagen 5 ist die beste Zahl, 4 Punkte. Wow! Ich bin echt mal zufrieden mit etwas, was von Wish kommt. Wahnsinn! Aber jetzt geht's ja weiter mit den Kleidern, die etwas pompöser sein sollten. Und zwar diesem Kleid hier. Und was angekommen ist, ist das hier. Extrem dünn. Also ich glaube, das ist wieder nur so ein Hängerchen oder keine Ahnung, wie man dann dazu sagt. Aber auf jeden Fall, es wird halt hier extrem pompös dargestellt, dass da weiß ich nicht, wie viele Stoffschichten darunter sind, dass das so wegsteht. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich pack's mal aus. Okay. Es ist wieder ein extrem ekliger Stoff. Ich nehme an, das wird wieder Polyester oder keine Ahnung was sein. Also das Oberteil sieht ja schon mal aus, finde ich, so wie auf dem Foto. Und hier sind so zwei Schnüre dabei, wo ich mir das dann so zubinden kann hinten. Und
der Stoff bzw. das Muster, was da drauf ist, ist eigentlich auch das. Ich habe hier unten das Bild stehen bzw. mein Laptop, wo das Foto oben ist, wie das Kleid eben aussehen soll. Deswegen schaue ich immer dann nach unten. Finde ich, ist auch das gleiche Muster, weil bei Wish ist es ja oftmals so, dass man irgendwie was mit Blumen bestellt und dann kriegt man was mit einer Ananas drauf oder keine Ahnung was. Deswegen dafür, ja, bin ich schon mal begeistert. Das Einzige, was bei diesem Kleid hier nicht so ist, dass es eben nicht pompös ist, weil es hängt einfach nur gerade hinunter. Ich zeige es euch jetzt mal, wie es aussieht, wenn ich es anhabe. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das da an mir aussieht, weil ich es jetzt nach dem Video dann, wenn ich das fertig gedreht habe, anziehen werde. Aber eigentlich, glaube ich, sieht schön aus. Ich weiß nicht, wie es mir steht. Schreibt es mir in die Kommentare. Wieder mal auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist das Beste, schreibt einfach erstes Kleid, zweites Kleid, drittes Kleid dann. Ich werde euch da immer wieder fragen. Eigentlich hat Wish ja nichts falsch gemacht dabei, finde ich. Bis auf das, dass da unten halt vielleicht ein paar Schichten fehlen. Dass das eben so hier wegstehen würde und mehr voluminöser ab der Taille da sein sollte. Aber das ist es nicht. Und Stoff, ja, erkennt man auf dem Foto ja auch wieder nicht, was es für ein Stoff sein sollte. Aber es sieht halt ein bisschen billig aus, finde ich. Es war ja auch billig, also kann es ruhig billig aussehen. Ich wollte es ja einfach nur mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich dieses Kleid irgendwann mal anziehen werde. Naja, wobei, ich weiß ja noch nicht, wie es aussieht an mir. Vielleicht steht es mir ja, aber der Stoff, das ist halt, vor allem im Sommer, wenn man das trägt und wenn es heiß ist draußen, man zum Schwitzen anfängt, ist es, glaube ich, der schrecklichste Stoff, den es gibt. Dann dafür. Kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Auf einer Skala von 1 bis 5 2 Punkten geben. Dann kommen wir zum nächsten Kleid. Das sieht für mich so aus wie ein Matura-Ball-Kleid, beziehungsweise in Deutschland sagt man ja Abitur, sagt man dann Abiball oder keine Ahnung was. Was habt ihr, wenn ihr euer Abitur gemacht habt, habt ihr dann auch irgendwie so eine Ballnacht, wo ihr das feiert und dann so schöne Kleider anhabt? Ich weiß es gerade nicht. Bei uns heißt es auf jeden Fall, weil wir Matura heißt es bei uns, deswegen heißt es dann der Matura-Ball und ich finde, es sieht aus wie so ein Matura-Ball-Kleid. Eigentlich ganz schön. Ich habe mir das in schwarz bestellt. Hier ist es. Also wieder sehr, sehr dünn. Ich glaube, dass das Volumen in diesem Kleid auch wieder fehlen wird. Ich pack's einfach mal aus. Oh, Pailletten! Oh, Maria. Nice! Also das Oberteil finde ich schon mal cool. Ich muss da jetzt hinzoomen, ob das... Ja, das sollten Pailletten sein. Ist das der Ausschnitt genauso? Ja! Wish, du hast was richtig gemacht. Das Oberteil ist genauso, wie es da präsentiert worden ist. Mit Pailletten. Da sind so zwei Knöpfe dran und hier so Schlaufen. Und dann kann ich das da hinten zumachen. Und dann sieht es so hier aus. Dann kommen wir zur Taille. Da ist so ein Bund. Der Bund ist hier auch vorhanden. Und dann sollte das Kleid halt ab der Taille wieder voluminös auseinandergehen. Aber das ist bei diesem Kleid hier auch nicht der Fall, denn es hängt gerade hinunter. Es ist auch wieder ein extrem ekliger Stoff. Also ich mag so einen Stoff nicht. Das ist so... Ich glaube, es fühlt sich nicht gut an, wenn man in diesem Kleid zum Schwitzen anfängt. Oder ich glaube, dadurch fängt man schneller zum Schwitzen an, weil es eben Polyester ist oder keine Ahnung was. Es sind ja keine Ringzetteln da in der Seitennaht vorhanden, wo ich nachlesen kann, was das für ein Stoff ist. Ich zeige euch das jetzt wieder mal, wie es an mir aussieht. Wie gesagt, ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich das ja erst nach dem Video anprobieren werde. Schreibt mir wieder mal in die Kommentare, wie ihr dieses Kleid an mir findet. Ich glaube, das könnte ganz schön ausschauen, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Es geht halt relativ gerade hinunter und das Volumen fehlt wieder. Danke, Wish! Sieht auch wieder billig aus, war aber auch billig. Man kann sich ja nichts anderes erwarten, wenn man bei Wish bestellt, finde ich. Dass man irgendwie, wenn man was bestellt und das ist halt, kostet nur 4 Euro, kann man sich nicht erwarten, dass es jetzt aussieht wie ein Kleid, was eigentlich vielleicht 300 Euro kosten würde. Ist halt so, aber ich finde, es war ziemlich cool, mal die Kleider so zu bestellen und zu schauen. Ich habe noch nie Gewand auf Wish bestellt und finde es jetzt mal mega interessant, wie das eben so ist. Was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt irgendwie so einen Pullover bestelle oder ein T-Shirt, was das für ein Stoff ist, ob die mir dann da Baumwolle liefern oder ob das dann auch so ein Polyester-Pullover ist oder keine Ahnung was. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen mit Wish habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr schon mal einen Pullover bestellt habt, ob das eben dann Baumwolle war oder keine Ahnung was. Wenn ihr wollt, dass
ich sowas mal bestelle, dass ich sage, okay, ich bestelle mir Pullover, T-Shirt, vielleicht eine Hose oder so, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch sowas gefällt und dass ihr noch mehr solche Wish-Hauls sehen wollt. Mir macht es mega Spaß, wirklich. Also ich könnte jeden Tag einen Wish-Haul drehen, weil es einfach so lustig ist, Sachen irgendwie da auf Wish zu testen. Ja, Geldverschwendung, finde ich, war es jetzt vielleicht ein bisschen, weil ich weiß nicht, welches Kleid ich davon jemals tragen werde. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich mir nie ein Kleid auf Wish bestellen werde, wenn ich ein schönes Kleid brauche. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne gratis hier tun. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!